ist Mittag. Wir sind mittlerweile im Yosemite National Park angelangt. Richtig. Wir haben heute mal so einen kleinen Schwenk machen drüber. Ja, da habe ich jetzt nur Busch, wenn der schwenkt. Da sitzt Aussicht. Bitte Albert, sprich zur Aussicht. Ich schaue ein bisschen, erinnert mich das Ganze an Österreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat Berge. Die Elevation? Ja, Elevation. Man hat Bäume auf den Bergen. Schaut da ein bisschen verbrennt aus, beziehungsweise ich weiß nicht, das ist vielleicht ein Borkenkäfer, keine Ahnung. Mir hat es gerade die Ohren verschlagen, wenn ich gerade wieder im Berg komme. Wir sind jetzt Elevation 5000 Feet. Also für einen Österreicher jetzt noch nicht so aufregend. Richtig, genauso wie der Wald nicht für einen Österreicher aufregend ist. Also wenn ich da so umschaue, dann ist das irgendwie wie wenn ich in Lassing am Berg umfinde, nur dass ich halt keine Asphaltstraßen habe. Und nicht so viel Verkehr. In Oberösterreich haben wir es. Und nicht in einem Pontiac sitzt, sondern in einem angefuckten Suzuki, der keine Zulassung hat. Ja. Was ist in Oberösterreich, Albert? In Oberösterreich sind die Straßen asphaltiert im Wald. Ja, aber nicht oben, wenn du, weiß ich nicht, keine Ahnung, auf 2000 Meter oben bist und noch fährst. Ja, da fahre ich nicht auf. Da fahre ich nicht auf über den Audi. Ja. So. Ja. Ja, Weg, also wie gesagt, es ist wunderschön, aber wie schon Anne und Temp gesagt haben, irgendwie, nachdem wir in Österreich auch eine so verschiedene Aussicht haben. Und wir haben Eintritt 20 Bucks gezahlt. Das sollten wir uns vielleicht in Österreich auch überlegen, irgendwo ein Eintritt für den Wald zu verlangen. Ja, aber bei uns ist das so selbstverständlich. Das ist schon genauso wie bei uns daheim. Ja, es ist allerdings sehr warm. Also das ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Es ist irgendwie zum Vergehen. Und das Witzige an unserem Auto ist, wenn man da so schauen möchte, man sieht jetzt, welche Radiosender das ist und wie weit wir noch fahren können. Das Problem ist, keine Temperatur wird angezeigt, solange man nicht eine CD einführt. Aber ich glaube, das davor ist der eine Dom. Warte mal, jetzt haben wir so. Ich hoffe, man hört jetzt wieder was. Ja. Dann sieht man da, dass da gerade eine Baustelle ist. Und ein Haufen Wohnwagen fahren da mal dumm. Ich glaube, die fahren alle USA-Guys machen den Urlaub. Ja, aber da kommt es ein bisschen flüssiger. Das ist vielleicht ein bisschen anders in Österreich. Das ist vielleicht nice. Schön, ja? Was ich nicht, ob das jetzt wieder gesehen ist. Naja, wir werden uns dann von einem coolen Aussichtspunkt wieder melden. Albert? Ja, wir werden uns wieder melden.